hypnosis starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? Cause I don't wanna say goodbye. Touch me no more.
Freunde, das ist absoluter Wahnsinn, was ihr macht. Das ist absoluter Wahnsinn, was ihr hier macht. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu RVGT zum 12-Stunden-Quali. Mucke machen wir aus, brauchen wir nicht mehr. Was ist denn da schon wieder los? Sarah Eskalation, Nino eskaliert. Freunde, wir haben noch nicht mal einen einzigen Streckenmeter zurückgelegt und ihr habt schon wieder alles rausgehauen, was da geht. Was ist denn da nicht richtig hier? Ah, ich bin schon wieder klatschnass geschwitzt und ich kann mit dem Tipp nicht hinterher. Also absolut brutal, was da schon wieder gerissen wird, Freunde. Absolut heftig. Ja gut, machen wir es im Schnelldurchgang. Also, Nino hat da 10 gegiftete Subs rausgehauen. Dann Gizzy, ich putze hier nur Texor Psycho, Grizzly Apex, Havanjo, Nils, Puff, jawohl, Fallmatz-Troll und das Pese. Ja, euch natürlich viel Spaß mit den Emoticons. Herzlich willkommen hier bei Bloody auf dem Kanal und willkommen im Club. Sarah Ganser, die nächsten 5 gegifteten Subs hier an Eagle, Pole Position, Robino. Ja, das klingt gut. Mr. Freezy, Illy. Und das waren es gewesen. Waren schon wieder 5, ja, Wahnsinn, brutal, brutal. Also, wunderschönen guten Abend, auch Glatcherino, Grüße. Herzlich willkommen, Eagle auch mit am Start, danke fürs Abo da geschrieben, sehr geil. Sven, moinsen, schön dich zu lesen, schön euch alle zu lesen am heutigen Abend. Wie gesagt, 12 Stunden Qualifikationssession ist gerade einmal am Start jetzt hier. Ich habe unheimlich viele Trailer, ich möchte euch da auch gar nicht das Thema lang vorenthalten, weil ihr wisst es, ihr habt es auf dem Schirm, um 8 Uhr, um Punkt 20 Uhr ist der Quali-Start. Spätestens dann möchten wir natürlich da regulär drauf sein auf dem Server, um das Thema hier zu genießen. Bin dieses Mal leider nur als Zuschauer dabei. Ist nicht schlimm, Nino, wird genauso geil, wie wenn du selber hinterm Lenkrad sitzen würdest, weil ich spreche da aus Erfahrung, wenn ich hier hinten dran sitze als der normale Zuschauer im Spectator-Modus, dann fahre ich da gedanklich auch jedes Mal mit. Ja, hi Mate, wunderschönen guten Abend. Rate mal, wer mitfährt. Ja, mit Sicherheit unheimlich viele. Also es sind, wie gesagt, 50 Teams sind gemeldet. An dieser Stelle ganz wichtig, bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt einen sogenannten Spotter-Guide, dazu muss der sogenannte Kevin Champera auf Discord eure Livery bekommen. Bitte, gebt, ich gucke nachher nochmal kurz rein, dass ich die Teams rausfilter, euch die Startnummer durchgebe, von denen die Liveries noch fehlen. Das ist, ich möchte bitte morgen einen kompletten Spotter-Guide euch vorstellen, wo wir die Fahrer euch dann präsentieren können, bezogen auf das Fahrzeug. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir machen da nicht so halbe Sachen. Deswegen, es fehlen leider Gottes jetzt vor Quali-Start noch einiges an Lackierungen. Bitte diese noch nachreichen an den Kevin Champera über Discord am liebsten Falle. Ja gut, jetzt kommt die Frage schon von Highmate. Pass auf, dann machen wir das jetzt einfach komplett hier im Vordergrund. Dann haben wir es auch aus dem Kreuz. Lasst mich kurz gucken. Also, Team Nummer 3, Team Nummer 22, die 26, 66, 68. 83, 101, 111, 169, 420, 666... Genau, das sind die Teams, von denen die Lackierungen fehlen. Ich wiederhole es nochmal. Startnummer 3, 22, 26, 66, 68, 83, 101, 111, 169, 420 und 666. Diese Teams bitte noch relativ zeitnah, am liebsten noch heute Abend, dass der Kevin noch nacharbeiten kann, dementsprechend eure ACC-Liveries dem Kollegen zuschicken. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dann können wir nämlich morgen richtig durchladen, morgen Vormittag bei der Präsentation. Austi, wunderschönen guten Abend, Grüße, moinsen, das Pese auch mit dabei, danke für den Sub, jawohl, von wem auch immer. Das Pese, der kam von der Nino, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sehr geil, Ramirez, wunderschönen guten Abend. Hello anybody, jawohl. Nein, für die PS4 ist es noch nicht raus, Mr. Freezy. Also, wie gesagt, Heckler Koch, Grüße, wunderschönen guten Abend. Ich habe einen ganz, 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 ganz großen Teil Trailer mit dabei, deswegen, wie gesagt, möchte ich euch nicht lange vorenthalten. Ich darf euch da erstmal viel Spaß wünschen damit. Wir fangen an natürlich mit den Sponsoren, die da im Hintergrund, die Partner, die das Thema der RVGT unterstützen und natürlich auch hier im Eventbereich ordentlich, ordentlich Knallgas geben. Also, Drift Sim Racing Schweiz, Grüße gehen raus in die Schweiz, schön, dass es euch gibt, Kollegen, genauso wie den restlichen Partnerschaftsbereich. Also, viel Spaß.
Hammer, Darkboy, wunderschönen guten Abend. S. Kaiser auch mit am Start. Blue Pogona, wunderschönen guten Abend gewünscht. Grüße. Nico, moinsen, guten Abend zusammen. Viel Glück beim Quali. Ganz genau, das habe ich den Kollegen auch schon vorher gewünscht im Teamspeak hier. Brutal. Ja, das, wie gesagt, war Drift Sim Racing Schweiz. Auch ein geniales Thema. Feier ich. Muss mal gucken, ob ich nächstes Jahr mal die Zeit finde, darüber zu fahren. Ich will die Kollegen ganz gerne mal kennenlernen. Nächster ist von VRS VRL, Virtual Racing Store, Virtual Racing Launch. Jawohl, das war VRS gewesen, Freunde. Und weil es so schön war, nochmal ganz fix den Trailer vom 12er eingespielt. Das wird uns morgen erwarten und ja, freut euch drauf. So, Freunde, ja, ich habe, wie gesagt, noch eine kleine Überraschung für euch, die werde ich euch gleich präsentieren, aber erstmal wunderschönen guten Abend hier an den Kollegen Panther David, herzlich willkommen, Rissardini auch mit dabei, schönen guten Abend zusammen, freuen uns schon auf das heutige Quali, Grüße an alle, hat er da geschrieben, ganz genau, Simpson, vielen Dank für 300 Bits, mein Lieber, Bus geht raus, Leon, wunderschönen guten Abend, Oschi, bin ich froh, wenn das Fame für PS4 da ist, ganz genau, AMSR, GTR, wunderschönen guten Abend auch zu dir gewünscht, vielen Dank da im Hintergrund für den Follower. Auch die Kollegen, die da jetzt im Hintergrund drauf gedrückt haben. Opa Mekane Fanboy, Mekano Fanboy. Ja, auch dir vielen Dank. Herzlich willkommen hier bei Bloody auf dem Kanal. Schön, euch zu sehen, Freunde. Absolut brutal. Was ein geniales Thema. Ja, wie gesagt, ich habe so eine kleine Überraschung da für euch. Also, wenn ihr euch fragen solltet, Laura Luft, das Logo ist ja permanent auch schon mit am Laufen hier und eingeblendet. Laura wird morgen dann mit am Start sein. Müssen wir uns noch einen kleinen Moment gedulden. Heute Abend leider verhindert. Aber alles gut. Morgen ist sie dann definitiv die vollen 12 Stunden dann mit von der Partie und mit dabei. Bossanieros TV, Grüße. Wunderschönen guten Abend zusammen. Genau. Was fahren die Leute? Havanio, die Frage beantworte ich dir gleich. Wenn ich nicht darauf reagieren sollte und es vergessen haben sollte, bitte erinnere mich nochmal kurz dran, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin, dann werde ich dir diese Frage auf jeden Fall beantworten. Ronin, wunderschönen guten Abend, Grüße. Also wie gesagt, es gab, es gibt ein Team, das hat sich da extrem reingehängt im Hintergrund, eine befreundete Liga. Und die haben einen separaten Trailer gemacht und das Ding ist komplett inoffiziell, also nirgendwo zu finden. Und den möchte ich euch da ganz kurz präsentieren. Deswegen festhalten. Und Feuer frei. So, Moment. Den brauchen wir. Eine Legende. 100 Jahre Geschichte. Ich hab Gänsehaut. Und das nächste Highlight steht bereits kurz bevor. Über 200.000 Motorsportfans sind heiß auf das Rennen des Jahres.
Hier geht es um Präzision, qualmende Reifen, Planung, Schlafentzug, Feiern im Regen, Qualität, Vorsprung, Adrenalin im Stress, Erleichterung, ein Lebensgefühl. Mit Präzision fahren wir die perfekte Runde. Durch Planung halten wir das Tempo am Limit. Der kleinste Fehler wird sofort bestraft. Adrenalin schießt durch unsere Adern. Es hält uns wach. Unser Anspruch treibt uns bis zur Perfektion. Denn nur wer auf Qualität setzt, kann das Rennen gewinnen. Muss ich, ganz ehrlich, muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ihr kennt das, wenn ihr Gänsehaut bekommt, ist das normalerweise als erstes an den Armen. Bei diesem Trailer habe ich heute Nacht Gänsehaut am gesamten Körper bekommen. Vollkommen unrealistisch, also total, absolut der blanke Wahnsinn. Also ich habe, wie gesagt, absolut Hammer. Definitiv. Richtig, richtig geiles Thema. So, wir machen weiter mit dem Trailer von der RAVGT, sonst seid ihr da noch hier ganz ernüchtert so ungefähr und das wollen wir natürlich nicht so lassen. Ne? Also, wunderschönen Abend an die Kollegen, die jetzt da noch nachträglich dazugestoßen sind. Eis, dann sehe ich da noch. Hammergeil, schön euch zu lesen. Scheppi, haben wir gehabt, Respekt, wirklich gut geworden. Hammer. El Soko Locker, Moinsen, wunderschönen guten Abend. Grüße dich, VW Danny auch mit am Start. So, Tungor ebenfalls, Grüße gehen raus, schön dich zu sehen. Smots auch dabei, sehr geil. Irgendwie erinnert mich wie ein alter... Ja, richtig, genau, so ungefähr. Ja, muss nicht unbedingt Achterbahn sein, aber alles, was irgendwo mit Adrenalin in Kombination zusammenhängt, ist genau treffend auf dieses Video oder auf diesen Trailer exaktamente zutreffend. Also brutal. Der Sprecher darf sich gerne bei mir melden, ganz genau so ungefähr. Ja, richtig geil. Zero Major, wunderschönen guten Abend. Ja. Die vom Trailer oder meine? Blöd gefragt. Nee, Quatsch. Schön, dich zu sehen. Ja, wie gesagt, also Trailer von der RAVGT, aktuellstes Modell und zur Not haben wir da auch immer noch im Hintergrund den einen oder anderen Trailer, den ihr da eventuell noch sehen oder gar hören wollt. Nuckel, okay, moinsen, wunderschönen guten Abend. Game on!
Ja, richtig, Manuel, das ist korrekt. Das eine ist ein Video gewesen, das andere ist ein richtiger Trailer. Deswegen, also da gibt es wirklich Unterschiede, was den Ablauf betrifft, grafischer Natur als auch die Bewegung, das ist korrekt. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein sensationell geniales Thema. Und ja, wir gehen da live rein, beziehungsweise eine Information habe ich für euch noch. Gerne mal bei Gelegenheit, wenn es eure Zeit zulässt. Natürlich Ausrufezeichen, Sellerista in den Chat. Gibt einen neuen Partner hier, der auch im Hintergrund das 12-Stunden auf Monster-Event von der RVGT hier am Start ist. Von Sellerista ist ein Merchandise-Hersteller. Gibt es hier im Zuge dieses 12-Stunden-Eventes, beginnend jetzt zum Quali-Start, also sprich ab 19.30 Uhr, ist ein rabattierter Merchandise-Bereich auf sellerista.de zur Verfügung gestellt. Gerne, wie gesagt, über den Link Sellerista, Ausrufezeichen Sellerista, in den Chat gehämmert, über den Link dann da mal stöbern und genießen. Wir dürfen gespannt sein. Morgen haben wir noch die eine oder andere Überraschung, was dieses Thema betrifft für euch. Deswegen seid gespannt und genießt diesen Abend und freut euch auf jeden Fall auf morgen. Scooter, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir springen rein auf den Server, jawohl. Ja, jetzt habe ich keinen Ton mehr. Wunderbar, sehr geil. Ich habe da jetzt keinen Ton mehr. Muss ich noch mal ganz kurz zurückspringen. Wieso hat der mir jetzt meine Tonspur da weggerissen? Ich liebe es. Dauert noch kurz. Habe ich die Serververbindung verloren oder was? Gehen wir nochmal kurz gucken. So, habe ich da jetzt Ton? Das gibt's ja nicht, ich habe keinen Ton. I love it. I love it. I love it. Das ist natürlich jetzt der absolute Obergau, ne? Also ihr seht die Wetterverhältnisse aktuell. Das ist nicht wirklich toll. Es gießt in Strömen. Wir haben 70% Regen. Auch dementsprechend eine klatschnasse Strecke. Ah, wartet, ich glaube, ich weiß warum. Haben wir gleich. Nee, haben wir nicht. Der Ton ist da, ja. Gut, gebt mir 2 Sekunden. Ich muss ganz kurz mal OBS neu starten. Bin gleich wieder für euch da. Bleibt drauf, passiert gar nichts. Alles gut, nur nicht wegrennen, so ungefähr. Dann sind wir gleich wieder da.